So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Das Spiel habe ich schon mal in einer Folge in Detail angespielt, vor Ewigkeiten, als es noch in einer Alpha war. Vor ein paar Tagen kam die Vollversion davon raus, in Verbis Virtus, ein Spiel, wo wir mit unseren Worten zaubern, ein kleines Indie-Spiel, wo wir erstmal ein neues Spiel klicken werden. Ich mache mal zusätzliche Tipps an, weil ich mich erinnere, beim letzten Mal, wo ich es gespielt habe, in der Indie-Time-Folge sehr arg hängen geblieben zu sein. Und das Spiel ist von Indomitus Games. Und anfangs wandern wir durch die Wüste. Verlassen von jeglicher Hoffnung. In Verbis Virtus. Oh, ein Videospiel. Cool. Ich hoffe, ich übersteuere nicht, weil ich mit meinem Mischpult ein bisschen rumdrehen musste, wegen dem Spiel, damit ich auch laut genug für dich Zauber bin. Bin ich aber. Auch wenn das Spiel sagt, ich bin zu leise für die Zauber, es klappt trotzdem. So, da sind wir. Wachen wir auf in der Wüste. Ich habe mir die ersten 10 Meter angeguckt, aber es ist exakt dasselbe, was ich in der Indie-Time-Folge gespielt habe. Nicht mal exakt dasselbe, sehr ähnlich zumindest, sagen wir so. So, wir wachen hier in der Wüste auf und da vorne ist so eine Schlucht. Da wollen wir wahrscheinlich erstmal reingehen. Wir haben oben rechts eine Lebensleiste. Das Spiel läuft gerade mit 60 FPS. Auch wenn es mir mit weniger vorkommt, aber es steht oben 60 FPS. Also stimmt, scheint so alles zu passen. In Verbis Virtus ist so eine Art Puzzle-Kampfspiel, wo wir eine Art Magier sind. Aber das Coole an dem Spiel ist, dass man die Zauber mit seiner Stimme macht. Heißt, wir werden zu gegebenen Zeitpunkt, sobald wir die Zauber erhalten, mit linker Maustaste gedrückte Zauber aktivieren können. Aber erstmal müssen wir hier in der großen Halle, steht auch da, die Inschriften betrachten. Auf allen Säulen. Die liegen hier überall im Raum. Ah, da war noch ein kleiner Elf. Durch die ganzen Partikeleffekte, da kommen schon kleine FPS-Einbrüche zusammen. Ah ja. Na, vielleicht schraube ich noch was bis zur nächsten Folge. Aber jetzt lasse ich es erstmal so. So. Da öffnet sich das Haupttor. Und da schließt sich das Haupttor hinter uns wieder. Die kleinen Ruckler waren auch beim ersten Mal spielen da. Die sind bitte zu verzeihen. Erstmal stellen wir uns erstmal in diesen schönen lila Kreis. Man kann speichern. Das ist mein erstes Spiel schon testy. Es geht los. Hurra. Digga. Oh. Der hatte falsche Buchstaben. Es geht los, Digga. Eben ohne Punkt und sonst was. Okay. Hier sehen wir eine Karte von dem Ort, wo wir uns befinden. Ich weiß nicht, an welcher Stelle wir davon sind. Vielleicht da? Ich habe keine Ahnung. Wenn ja, dann müssen wir geradeaus den ersten Gang ignorieren, nach links gehen und dann nach rechts. Schauen wir mal, ob da der erste Zauber ist. Ich habe den schon mal gefunden, aber ich habe mich nicht wirklich großartig orientiert. Wir haben übrigens auch ein Tagebuch, da schreiben wir alles rein. Die Sprache der Mahaki, das ist die Zaubersprache. Wenn ich es durchlesen will, dann kurz Pause drücken. Bitteschön. Da steht nur drin, dass wir viele Jahre die Sprache studiert haben und sowas. Damit wir die gut sprechen. Also, erstes links ignorieren. Ich habe da schon auch hingeguckt, das kann ich euch zeigen. Hier ist es dunkel wie shit. Hier sieht man nichts und ich dachte, ach, ich folge einfach den Pilzen. Aber man fällt dann runter und kriegt Schaden. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Sondern wir gucken uns erst weiter um, ob wir denn den Lichtzauber finden. Nach links und dann rechts halten. Ja, also ich glaube, die Karte hat schon so gestimmt. Kommen dort an, wo ich hin wollte. Ja, genau. Perfekt. So, bis hierhin hatte ich gespielt. Dann nehmen wir uns den Zauber, das Licht. Dann steht hier ganz viel Zeug. Und hier steht, wie man es
aussprechen soll. Man kann auch hier ganz freundlich diesen Knopf drücken. Lume Tial. Lume Tial. Genau. Und das werden wir auch tun. Wir können nämlich jetzt die linke Maustaste drücken. Ich sollte vielleicht nicht die ganze Zeit reden, während ich die linke Maustaste drücke. Lume Tial. Bam. Und schon haben wir einen Lichtzauber. Was... Schon cool. So, mit dem Lichtzauber. Oh, der macht unseren Lichtzauber aus. Der mag kein Licht. Lume Tial. Können wir uns hier noch ein bisschen umgucken. Weil es jetzt hier überall heller ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Mich verlaufen. Vielleicht finden wir aber hier irgendwas. Außer helle Lichter. Kleiner Steinkreis am Boden. Nö, hier ist scheinbar wenig. Machen wir mal kurz den Lichtzauber aus. Gehen an der bösen Lampe vorbei. Lume Tial. So. Ich glaube, von hier kommen wir. Und hier war diese Höhle, wo ich runtergefallen bin. Ja, genau. Aha. Jetzt sehe ich auch, warum ich runtergefallen bin. Da kann man ja auch nur ohne... Nur mit Licht. Außer man kennt das Spiel natürlich auswendig. Rüber. Okay. Danke fürs Löschen von meinem Licht. Lume Tial. Ha, lass mir doch nicht mein Licht nehmen. Oh. Pretty. Oh, da unten ist noch ein Zauber. Laufen wir mal da runter. Vielleicht können wir da schon direkt hin. Ja, richtig crazy, wenn wir schon den nächsten Zauber bekommen würden. Ja gut, bisher können wir nur Licht machen. Es gibt scheinbar 3 Kapitel in dem Spiel. Weil in den Release Notes stand, dass Kapitel 3 mit neuen Gegnern jetzt da ist und dem Endboss. Oh, hier können wir speichern vor dem Jumpman. Okay. Könnte jedes Mal auch ein neues Save Game machen. Mal gucken. Ah, wir haben es geschafft. Der Lichtstrahl. Ectolume. Ectolume. Das Licht und der Lichtstrahl haben wir. Ah ja, die werden hier so eingespeichert. Okay. Ectolume. Oh, das da vorne reagiert er drauf. Warte, dann strahlen wir die mal alle an. Vielleicht kriegen wir ja irgendeinen neuen Weg dadurch. Wenn die da drauf schon reagieren, haben wir noch mehr von den Steinen, die da drauf reagieren? Ja, da. Und... Go. So. Perfekt. Guck mal, da haben wir uns einen Weg gebaut. Was war das Wort für Licht? Lume Tial. Okay. Vielleicht hört irgendwie hier. Lume Tial. Lume Tial. Ah. Okay. Und da ist meine Lampe wieder aus. Oh, hübsch. Was ist denn hier? Jetzt sind wir dort. Ah ja, wir sind von hier da durch diese Kammer mit dem Auge gelaufen. Da durch diesen Raum hier. Und sind jetzt hier in dieser großen Halle. Gebiet führt aber im Kreis. Welche Gegner? Ich hoffe nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich hier ewig nicht weitergekommen bin. Aber ich weiß nicht mehr wieso. Och nee, jetzt habe ich mich bestimmt wieder... Ectolume! Okay, ich darf vielleicht nicht davor sagen. Ectolume! Ectolume! Ah, jetzt. Ich
Ich weiß jetzt ja nicht, ob ich es einfach wieder vergessen habe. Oh Mann. Ihr wisst bestimmt schon was die Lösung ist. Ich glaube, da war einfach irgendwas komplett Simples, wo ich mich dann am Ende geschämt habe. Das weiß ich noch. Also wir haben Ektolume und... Boah, ich kann mir echt den Zauber schlecht merken, ne? Lumetial. Achso, Ektolume und Lumetial. Ich bin da in der Ecke. Hm. Warte. Die Symbole sind Zauber, die wir bekommen. Wenn ich dann jetzt also zurück durch die Höhle nach oben gehe und dann da lang gehe, dann kriege ich dort auch einen Zauber. Dann machen wir das, oder? Ich meine, wir wollen ja möglichst viele Zauber haben. Oh, die tun mir weh. Okay. Wo habe ich gespeichert, bevor ich das Jump Run gemacht habe, ne? Setzt mich jetzt auch so weit zurück? Ja, tut es. Und ich springe einfach direkt runter. Ah, ich kriege ja gar nicht so viel Schaden. Da töten mich die dummen Käfer. So, gib her. Lichtstrahl. Kommen wir hier zurück? Scheint schon so. Ziemlich vielversprechend. So. So. Ich will nur noch einmal nach oben. Ja, passt. Speichern wir nochmal. So. Machen wir einfach einen neuen Part, einen neuen Spielstand. Sehr gut. Ektolume. Ektolume. Oh, ich bin so doof zum Zaubern. Ektolume. War's doch, oder? Ektolume. Ektolume. Ah, ist ein bisschen zu schnell ausgesprochen wahrscheinlich. Das wisst doch mal. Ektolume. Ektolume. Ah ja. Klappt nicht jedes Mal, aber gut. Ihr werdet mich sehr oft die Sätze wiederholen hören halt. Lumetial. Oh, ich konnte mir den Namen merken. Oh, jetzt geht's hier aber los. Tut mich echt schwer. Mit Namen merken. Der perfekte Spiel für mich. So, wir wollten weiter zurück. Nämlich kein Schimmer, wo lang weiter zurück ist. Hier lang wollten wir, glaube ich. Lumetial. So. Okay, da ist es, wo wir den Zauber gelernt haben. Hier ist komplett falsch. Hier wollten wir. Lumetial. Genau. Ach, die wollen mich nicht durchlassen. Ektoluma. Ach. Ich kann dich also töten. Auch wenn es sehr umständlich ist. Und es ist Lebensenergie. Okay. Cool, da habe ich die verbrannt. Beim ersten Mal spielen bin ich ehrlich gesagt durch die durchgerannt und habe es trotzdem überlebt. Aber pst. Beim anderen Spiel bin ich einmal durchgerannt und habe mir gedacht, irgendwas habe ich verpasst. Bin nur mal zurückgelaufen und habe da den Lichtzauber gefunden. Okay. Das kann ich auch. Ektoluma. Ich schieße die mal alle lieber ab.
bevor die mir hier noch irgendwie im Weg umgehen. Ah, ich krieg da ganze Achievements fürs Töten von Wesen. So lobe ich mir Spiele. Werde gelobt dafür, dass ich töte. Ein Speicherraum mit Pilzen. Hübsch. Zeit zu speichern. Okay. Sehr gut. Wir schauen uns noch den dritten Zauber. Also wir schauen mal, dass wir noch zum dritten Zauber kommen, bevor ich den Part beende. Aber ich werde die anderen so im 15-Minuten-Takt lassen, weil es ein Indie-Spiel ist und es sonst sehr schnell vorbei ist. Aber ein hübsches, wie es scheint. Ektoluma. Holy shit. Wo auch immer die sind, ich laufe einfach. Okay. Sind richtig gruselig. Krieg ich voll Angst vor diesen scheiß kleinen Käfer, weil die so schnell sind. Na gut, wir haben sie ja besiegt. Lumetial. Ich übe nur ein bisschen die Zauber, während wir hier schon spielen. Hat mich auch ehrlich gesagt gefreut, dass der Lichtstrahl gerade beim ersten Versuch wieder funktioniert hat. Oh, ist das der Rätselraum, den ich nicht mehr geschafft habe? Wo ich so ewig dran gesessen habe? Ich glaube schon. Ektoluma. Ektoluma. Danke. Das war alles? Scheinbar. Ja, ich glaube, beim ersten Mal habe ich da ewig dran gesessen. Aber da habe ich es noch nicht so ganz verstanden, was eigentlich abgeht. Oh, ich brauche eine Karte, sonst weiß ich nicht, wo ich lang muss. Schauen wir nochmal zurück, ob wir eine Karte haben. Hängt hier irgendwo eine Karte? Nee. Wir haben auch keine auf M. Wäre halt irgendwie auch praktischer, aber gut. Gehen wir mal links. Zu. Okay, dann gehen wir rechts. Lumatial. Ne, ohne L vielleicht. Lumatial. Lumatial. Aua. Du doofes Anti-Magie-Dings. Zeichen der Herrschaft. Tagebuch wurde aktualisiert. Das Auge. It seems like a kind of altar, the kind they use to perform strange rituals in front of. I don't know how to use it. I need to pay attention to the inscription I find. They may shed some light on the matter. Okay. Da brauche ich diesen neuen Zauber auf jeden Fall. Zeichen der Herrschaft. Na super duper. Bin ja so hier doch komplett falsch. Ah, ich wollte Zauber. Ah, die Tür ist zu. Wo der Zauber drin ist. Kann mich ja nicht jetzt den ganzen Weg hier zurückhetzen. Wenn es eben Kreis läuft. Ah, die Tür öffnet sich nicht. Lumetial. Ich hab's vergessen. Moment. Ektolume. 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 Ja, da oben nicht. Okay. Dann doch wieder außenrum zurück. Oder gibt es hier noch was zu tun? Ich glaube nicht.
Nö, da sind wir ja durch. So weit ist es nicht, aber jetzt ein Gegner und ganzen dünnen Wege und so sind schon gefährlich. Na gut, dann gehen wir in die andere Richtung. Oh, guck mal, der Knutschi Face. Da. Ektolume. Ektolume. Danke. Ja, man kann ihn sofort scheuchen. Die sind nämlich auch umgedreht, als genug von denen gestorben sind. Hahaha. Einfach alle töten. Auch wenn ich sie schon wieder hinter mir krabbeln höre. Aber ist ja egal. Bin ja außer Range. So. Genau, hier unten waren wir ja schon. Dann müssen wir da lang, wo die... Da muss ich wieder in den Raum, wo ich nicht weiter weiß. Oh, geil. Das freut den Zimbel. Ich glaube, der hat hinter mir wieder den Weg zugemacht. Das ist zu weit. Ektolume. Hier ist der Raum, ja. Lume Ek. Lume Tial. Aha. Fast wäre mir der Zauberspruch entfallen. Aber dann habe ich mich erinnert. Okay. Naja, nun mache ich mein Licht weg. Ich werde jetzt erstmal wieder das coole Jump One machen. Wir haben uns wenigstens umgeguckt. Vielleicht geht es da oben auch weiter. Immer besser, besser in den Kommentaren, die mir sagen, wo es weitergeht, aber haltet euch heute mal zurück. Glaubt ihr, ich werde es schon irgendwie selber herausfinden, früher oder später. Erstmal speichern wir auf jeden Fall. Kann man sich nicht ducken? Nö. Schauen wir einfach immer hier rein. Hui. Es geht los, Digga. So. Zack. Zack. Perfekt. Der beste Klettermeister. Penis Erectus. Ach, warum geht der Zauber nicht? Verstehe ich gar nicht. Na gut. Ektoluma. Ah, es freut mich immer, wenn die Zauber beim ersten Versuch funktionieren. Später kann ich mir nicht mehr als einen Zauber gleichzeitig merken. So. Dann dich. Und dann dich. So. Zack. Zack. Ektoluma. Ektoluma. So. Einfach mal gekillt. So. Wo waren wir denn vorhin, wo die verschlossene Tür war? Ich weiß es nicht. Da in der Pilzhöhle haben wir vorhin gespeichert, das weiß ich. Da war, glaube ich, die umgestürzten Säulen und da war dieser Altarraum. Wir müssen ja von der Seite kommen. Jetzt ist nur die Frage. Ich weiß, beim letzten Mal, wo ich hier in dem Raum bin, bin ich auch ewig nicht weitergekommen. Ektoluma. So, euch kann ich abballern.
Oh, was war die Lösung von dem Raum? Ach, ich bin so inkompetent. Wieso leuchtet der eine Stein? Wieso leuchtet hier alles? Vielleicht muss ich mir aufs Gehen nochmal angucken, was ich beim letzten Mal gemacht habe, um den Raum zu lösen. Irgendwer hat sich die Brücke, glaube ich, aufgebaut. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung mehr. Was haben wir denn hier im Raum? Gucken wir uns ganz wie so ein seniler Opa um. Wir haben hier eine Karte. Hier haben wir 1000 grüne Lampen. Ach, vielleicht schaue ich es mir einfach bis zum nächsten Mal an. Können wir wenigstens weiterspielen. Ich gehe jedes Mal bei dem Raum Problem ab. Ecto Luma. Verbrenne ich einfach noch ein paar Viecher von denen. Ha! Das wird die Lösung von allen Rätseln sein im Spiel. Die Decke ist nichts. Es reagiert überhaupt nicht auf den Lichtstrahl. Lumetial. Schauen wir mal, ob irgendwas mein Licht hier beeinflusst. Na gut. Bevor ich jetzt 100 Stunden rumrenne und nichts vorangeht, der Part noch ultra langweilig wird, was da glaube ich schon passiert ist, werde ich bis zum nächsten Mal gucken, wie wir diesen Raum hier lösen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim ersten Part und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Zimbelmann. Tüdelü. Tschüss.